Ich stehe hier vor der Merkur-Spielothek. Die gehört zur Unternehmensgruppe Gauselmann. Das sind die größten Hersteller von Spielautomaten in Deutschland. Im Frühjahr 2011 wurde bekannt, dass Unternehmensgründer Paul Gauselmann zusammen mit seinen Managern seit 1990 Parteien und Parteigliederungen finanziell unterstützt hat. Insgesamt sind so über 1 Million Euro an Politikerinnen und Parteien gespendet worden. Doch die Spenden waren jeweils so klein gestückelt, dass sie immer unter der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro lagen. So tauchten sie in den Rechenschaftsberichten der Parteien nicht auf. Die Politik bedankte sich bei Herrn Gauselmann. Durch Deregulierung der Glücksspielwirtschaft dürfen heute noch mehr Spielautomaten pro Halle aufgestellt werden und die Mindestdauer pro Spiel wurde verkürzt. Die Leidtragenden sind die Spielsüchtigen. Wenn Sie diese Form der politischen Landschaftspflege verurteilen, dann stimmen Sie jetzt für die Gauselmann AG.